In diesem Altbau wohnen Lea und René. Offiziell ist hier aber nur der 21-jährige Hartz-IV-Empfänger gemeldet und bezieht die staatliche Sicherung inklusive Mietkosten für einen Single-Haushalt. Ich bin der René, ich bin 21 Jahre alt und beziehe aktuell Hartz-IV vom Jobcenter und habe im Monat 360 Euro zum Leben. Ich bin die Lea, bin 18 Jahre alt und lebe von 220 Euro, die der Papa mir monatlich an Unterhalt zahlen tut. Wir finden, dass sich Arbeiten für Mindestlohn nicht lohnt und wir können es auch auf anderen Wegen finanzieren. René und Lea sind seit 3 Jahren ein Paar und leben am liebsten in den Tag hinein. Dank Renés Hartz IV wird hier meist königlich gefaulenzt. Die Rollenaufteilung ist klassisch. Die Frau macht den Haushalt, der Mann macht den Rest. Das permanente Aufeinandersitzen sorgt aber auch für Konfliktpotenzial. Also selber, du Arsch. Also ich tue immer spülen. René hilft mir auch mal aufräumen. Aber so das meiste mache ich jetzt. Das ist eigentlich so. Eigentlich von Anfang an ist das, sei mal, Standard, dass ich spülen tue, weil er mag es einfach nicht. Ich selber denke schon, dass ich mehr machen könnte, dass ich schon ein bisschen faul bin. Also weiß ich auch. Ein, zwei Personen gibt es, die es auch sagen. René hat bereits 2 Ausbildungen abgebrochen. Der 21-Jährige verzockt jeden Tag und lässt sich treiben. Was gefällt denn dir denn so am Nicht-Arbeiten, sag ich jetzt mal? Gefallen tut mir eigentlich nichts dran. Was macht's dir bequemer? Inwiefern bequemer? Weil ich meine, sonst könntest du ja arbeiten gehen, sag ich jetzt mal, so. Keine Ahnung. Das muss einen Grund geben. Ja, sag ich jetzt mal, morgen bewerbe ich mich, morgen. Das ist so mein Problem. Das geht dann mein Arsch nicht wirklich hoch. Lea ist in einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft aufgewachsen. Offiziell wohnt sie noch bei ihrer Mutter. Doch bei René lässt sich das Leben besser genießen. Was spielst du? Fortnite. Das Pärchen spielt mindestens 5 Stunden täglich. Viel Zeit für anderes bleibt kaum. Also jetzt ein Job mit einer 40-Stunden-Woche, ich glaube, das würde ich nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie das Leben in 10, 20 Jahren aussieht. Vielleicht arbeite ich da sogar 50-Stunden-Woche, keine Ahnung. Aber momentan würde ich einfach sagen, ich packe diese 40-Stunden-Woche nicht. Warum nicht? Einfach von der Kraft her. Meine Einstellung zu Menschen, die viel arbeiten, ist, sag ich mal, nicht so gut. Wo ich kleiner war, war mein Vater fast nur arbeiten. Ich habe ihn kaum gesehen und ich mag sowas einfach nicht, wie man, sag mal, den Körper kaputt macht mit Arbeiten. Auch René teilt sich seine Kräfte gut ein. Gelegentlich muss er an einer Maßnahme des Jobcenters teilnehmen, aber normalerweise kann er sich seine Zeit frei einteilen. Allzu früh stehen wir jetzt nicht auf. So spätestens 10, 11 stehe ich meistens auf. Aber sonst keine Ahnung. Ich gehe nicht arbeiten. Ich sag mir, für Mindestlohn lohnt sich das nicht. Wenn ich jetzt gucke, ich bekomme fast 900 Euro vom Amt. Wenn ich irgendeine Nachzahlung habe mit Strom, Wasser oder sonstiges, bekomme ich das vom Amt bezahlt. Muss nichts zurückgeben. Ich bekomme die GEZ bezahlt, brauche ich damit rumschlagen. Also wenn man es so will, habe ich ja fast so viel wie einer, der für Mindestlohn arbeiten geht. Wieso soll ich morgens um 6 oder 7 aufstehen, arbeiten gehen und abends nach Hause kommen, wenn ich genauso gut aufschlafen kann und genauso viel habe wie der ich kaputt mache? Also im letzten Jahr haben wir für Spiele und Spielekonsolen und so weiter locker über 600, 700 Euro. Ich glaube sogar vierstellig. Weil letztes Jahr habe ich mir hier die PlayStation neu geholt, weil meine kaputt gegangen ist. Nee, meine ist nicht kaputt gegangen. Was haben wir denn jetzt PlayStation? Du wolltest einfach nur eine goldene haben. Achso, ja, stimmt. Ich glaube, das war im Januar, wo wir uns die Couch bestellt haben. Die hat allein 400-500 Euro gekostet. Dann das Tellerset für 80 Euro. Das haben wir René seiner Mutter auch noch mal geholt. Sind ja dann auch schon ein bisschen was. Renés negative Einstellung zum Thema Arbeiten gehen färbt auf Lea ab. Denn statt sich einen Job zu suchen, will sie jetzt auch staatliche Leistungen beziehen. Bekomme ich die bezahlt?
Wie viel Kaltmiete darf ich haben? 350. Wo ist überhaupt die Bach? Die Bach am Haag ist das? Lorbach raus. Nö, da würde ich nicht hin. Wir suchen halt noch so eine Wohnung für mich, dass ich da einfach, sag mal, gemeldet bin, dass ich da einfach einen Wohnsitz habe, wo ich dann halt auch ganz normal meine Post hinbekomme und alles und bekomme mein Hartz IV. Ah, du wohnst hier? Inoffiziell wohne ich hier, ja. Also so eine Fake-Wohnung? Du wohnst zuerst noch in der Art. In der Art Fake-Wohnung, ja. Also ich tue da nicht komplett wohnen. Ich bleib dann trotzdem weiterhin hier. René bezieht seit 4 Jahren Hartz IV. Der 21-Jährige kennt mittlerweile viele Tricks, um zusätzliches Geld vom Jobcenter zu bekommen. Also mit einem Jobcenter, da lohnt es sich tatsächlich, so dämlich es ist, mehr eine Zweitwohnung anzumieten und eine eigene Bedarfsgemeinschaft zu machen, als wie wenn man jetzt zu zweit in einer Wohnung wohnt. Weil wenn die Lea sich jetzt eine eigene Wohnung anmietet, ist es auf dem offiziellen Wege so, dass das Amt denkt, sie wohnt da alleine, sie muss alleine einkaufen, alleine essen und trinken holen. Und dann kommt sie in Regelsatz und ich auch. Und so haben wir dann quasi zweimal. Hartz IV ist eine Grundsicherung, die den Leistungsempfängern ein Leben in Würde ermöglichen soll. In diesem Haushalt ist die Staatshilfe keine vorübergehende Hilfe, sondern soll auch bald schon für Freundin Lea eine Dauerlösung werden. Hast du ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Jobcenter oder nicht? Nee, ich habe eigentlich kein schlechtes Gewissen gegenüber dem Jobcenter. Das war ein Bad mit Fenster. Glaubst du, du bekommst einfach so eine Wohnung ohne Job? Ja, ich bekomme einfach so eine Wohnung. René geht ja auch nicht arbeiten und bekommt die Wohnung bezahlt. Das Amt übernimmt bei Hartz-IV-Empfängern die kompletten Mietkosten, wenn die Wohnungsgröße für einen Single-Haushalt die 50 Quadratmeter nicht übersteigt. Durch die Fake-Wohnung bekäme auch Lea den höheren Hartz-IV-Satz. Ich brauche nur eine Wohnung mit Kaltmiete 350. Das ist eine Vorgabe vom Jobcenter. Genau. Das ist leider Gottes eine Vorgabe, wie viel man haben darf. Alleine, zu zweit, zu dritt gibt es immer eine Vorgabe. Wie viel Quadratmeter, wie teuer die sein darf und so. Gibt es immer eine Vorgabe. Ich finde es halt schon irgendwie ein Witz. Eine Person darf 350 Kaltmieter haben. Wie viel dürfen zwei? Zwei doch auch nur 350, oder? Ich glaube 10 Euro weniger sogar. In Büding. Also kannst du dämlich. Du darfst mit einer Person mehr haben als mit zwei. Lea und René kennen sich mit Gesetzen, Vorgaben und Schlupflöchern bestens aus. In der Zwischenzeit hat das Paar eine weitere Einnahmequelle aufgetan. Die muss ich heute einpacken und dann ab morgen bis Mittwoch die Helping einholen. Er will es jetzt gleich einpacken, Bilder machen. Und dann kann ich ihn morgen direkt mit zur Post nehmen. Wir haben eine Instagram-Seite gemacht, beziehungsweise ich habe eine Instagram-Seite gemacht, wo wir, beziehungsweise ich, dann einfach meine getragenen Socken verkaufen. Das ist die Seite, da laden wir halt einfach so Bilder von meinen Füßen hoch, von den Socken, also so. Und dann kommen halt die ganzen Anfragen. 6.772 Follower sind es und ich brauche eigentlich nichts machen, ich brauche einfach nur diese Bilder hochladen und dann kommen die Follower und die Leute, die kaufen wollen, die schreiben mich von ganz allein an. Wir kaufen ein Dreier-Vierer-Pack kaufen wir für 2,399 und ein Paar 25 aufwärts. Im Klartext, Lea und René verkaufen getragene Socken der 18-Jährigen über das Internet. Bei mindestens 25 Euro pro Paar eine lohnende Geldquelle. Das ist ja schon ein bisschen skurril auch, ne? Skurril ist es, ja. Man gewöhnt sich halt daran, auch an den Geruch. Naja, muss man mal drauf kommen auf die Idee, ne? René denkt nicht an eine Ausbildung oder regelmäßige Arbeit. Für ihn gibt es schnellere und bequemere Geldquellen. Der Online-Sockenverkauf läuft ja fast von alleine. Die hier, die haben wir jetzt zum Beispiel nicht reingestellt. Die sind aber drin. Also eigentlich alles, was hier drin ist. Das ist alles. Alles steht drin.
René hat das Sockenbusiness perfekt durchkalkuliert. Was kostet ein Fünferpack? 3,99 vielleicht. Also kaufen wir 5 Paare für 3,99 ein. Plus die Vakuumbeutel, kriegt man 8,9 Euro, 100 Stück. Briefmarke kostet 1,55. Also wenn es hochkommt, gehen wir vielleicht pro Paar, sag ich mal, pauschal 2,50 Euro aus. Und verkaufen sie, je nachdem, nach Frage dauert zwischen 25 und 50, sag ich mal. Und unser Highlight-Monat ist eigentlich bis jetzt Februar. Da haben wir über 3.000 Euro. Und für das Paar jetzt zum Beispiel 3 Tage getragen, bekomme ich 25 Euro. René muss eigentlich alle Zusatzeinnahmen dem Amt melden, auch wenn es sich dabei um Geld aus dem Verkauf getragener Socken handelt. Ich mache das eigentlich immer so. Ich habe hier das Vakuumiergerät. Noch ein. Das lege ich mir hier nebenhin. Und ich muss immer noch Bilder davon machen, von den Socken. So quasi so Tragebilder. Also man kann entweder per PayPal bezahlen, dass man es per PayPal überweist, Freunde und Familie, oder halt per Amazon-Gutschein. Gutscheine oder monatliche Geschenke über 50 Euro sind Geldwerte, die beim Jobcenter angegeben werden müssen. Das erste PayPal-Konto ist über mich gelaufen und das zweite PayPal-Konto, also das jetzige, das läuft über René seiner Mutter. Der Gewinn müsste eigentlich von Lea versteuert und in Renés Fall dem Jobcenter gemeldet werden. Ich habe eigentlich keine Angst, dass es auffliegt, was wir da machen. Weil ich weiß, dass niemand irgendwie, also von den Leuten, die das wissen, dass ich das mache, wird das niemand seine auffliegen lassen. Da brauche ich keine Angst haben. Dann beeile ich mich immer. Ich hatte die jetzt auch wirklich konstant 4 Tage an. Dann mache ich die einfach da rein, dann das Ding zieht dann die Luft hier raus. Und so bleiben die dann auch so, wie ich sie ausgezogen habe, sprich nass. Auch mit dem Geruch. Er kriegt sie quasi so, wie sie es gerade ausgezogen hat. Genau. 1:1. So, das war's. Mehr ist es nicht. Also Geld am Jobcenter vorbei geht eigentlich alles, was nebenbei reinkommt. Man darf ja nur 150 Euro, glaube ich, nebenbei verdienen, wenn man Hartz IV hat. Und brauche ich nicht angeben, Mann. Ich meine, was soll ich denn auch sagen? Ich verkaufe die getragenen Socken von meiner Freundin. Und das gibt man ja nicht im Zweifel als Einnahmequelle an. René darf nur 100 Euro im Monat dazu verdienen. Wer Einnahmen verschweigt, macht sich strafbar. Lea macht sich bereits mit ihren 18 Jahren der Steuerhinterziehung schuldig. Doch René sieht das Ganze locker. Also selbst wenn jetzt eine Anzeige kommen würde und sie würde jetzt eine Anzeige wegen Sozialbetrug bekommen, wäre sie 18, das wird über die Jugendgerichtshilfe oder sowas laufen. Und das Höchste, was sie da bekommt, wären vielleicht ein paar Sozialstunden oder eine kleine Geldstrafe und ein kleines Dudo.